One-to-One, der Job-Podcast von 1&1. Ich bin Felix Möse, herzlich willkommen. Wir werfen gemeinsam einen Blick hinter die Kulissen. Hier bei 1&1, da warten spannende Jobs, echte Karrierechancen und großartiger Teamspirit. Mein Gast heute, Hannelore Werner. Herzlich willkommen, Hannelore. Hallo Felix. Hannelore, du bist Head of Solution Design Access. Das klingt schon mal sehr fett. Wie sagt man das auf Deutsch? Es gibt keinen deutschen Begriff, aber am besten erzähle ich einfach, was ein Solution Designer den ganzen Tag so tut. Mhm. Also ein Solution Designer ist das Bindeglied zwischen der Produktentwicklung und den IT-Software, IT-Entwicklungsabteilungen. Das heißt, dass die Produktentwicklung macht aus Marketingwünschen Anforderungen, die nehmen wir und gießen die dann in ein Domänendesign, in ein übergreifendes IT-Design über alle Domänen mit den Entwicklungsabteilungen zusammen. Und danach, das ist dann die Grundlage für die IT-Entwicklung, die das Ganze danach umsetzt. Das heißt, wenn ich es ganz einfach mal zusammenfasse, ihr sorgt dafür, dass das Programmierte und das, was das Marketing sich designmäßig oder look- und feel-mäßig überlegt, dass das am Ende auch funktioniert, genau. Und dass das irgendwie matcht. Genau, und das Domänenübergreifend. Also wenn wir ein neues Produkt einführen, dann müssen wir dieses Produkt verkaufen können. Das heißt, wir brauchen eine Seite, wo der Kunde das bestellen kann. Wir müssen es abwickeln können. Wir müssen dem Kunden vielleicht auch Hardware bereitstellen können. Und wir müssen es am Ende auch abrechnen können. Und dass das alles zusammen funktioniert, dafür braucht man ein domänenübergreifendes Design. Was macht dir an deinem Job ganz persönlich dir am meisten Spaß? Es ist spannend. Jeder Tag ist neu spannend. Es ist jeden Tag gibt es was Neues, jeden Tag gibt es auch neue Herausforderungen. Ich habe mich hier noch nie gelangweilt. Dein Team sitzt einmal hier in Montabaur, aber auch in Karlsruhe, also an zwei Standorten. Gib uns mal einen Einblick, wie arbeitet ihr miteinander? Wie funktioniert das? Also teamintern haben wir viele Meetings, einfach damit dieses Teamspirit nicht verloren geht. Ich achte sehr darauf, dass meine Mitarbeiter sich gegenseitig unterstützen, sich gegenseitig helfen, sich gegenseitig motivieren. Wir treffen uns regelmäßig im Team. Wir haben jeden Morgen um 9 Uhr zum Beispiel ein Daily, wo wir uns dann über aktuelle Probleme austauschen, wo wir uns gegenseitig Hilfestellungen geben, wo wir auch mal ein privates Wort wechseln. Wir haben einmal die Woche ein sogenanntes Projektkonzeptionsboard, wo wir wirklich ein Design von einem Projekt uns vornehmen, von A bis Z mal erklären lassen und untersuchen, ob das gut war. Wir haben Bereichsmeetings und darüber hinaus haben wir auch Team-Events. Also wir waren vor 2 Wochen zusammen kochen, also in der professionellen Anführung haben wir ein 3-Gänge-Menü gekocht. Wir waren schon im Hochseilgarten, wir haben schon eine Krimi-Rallye durch Karlsruhe gemacht. Wenn es ein bisschen wärmer ist, wird uns ein Oberbrandmeister in die Kunst des Feuerlöschens einweihen. Das heißt, wir bekommen einen richtigen Kurs im Feuerlöschen so mit praktischen Übungen, wie man es dann noch nicht machen sollte. Super, also auch außerhalb der regulären Arbeitszeit macht ihr durchaus mal was zusammen, ja. Um den Team-Spirit zu pflegen. Jetzt soll dein Team wachsen. Mhm. Du hast 2 offene Stellen. Mhm. Lass uns mal direkt reinschauen. Wen suchst du? Was muss ich mitbringen, um bei dir zu bestehen? Ja, zunächst einmal suche ich den Solution Designer. Da solltest du auf jeden Fall schon mal ein bisschen Designerfahrung haben. Also Designerfahrung in ein bisschen komplexeren Softwarelandschaften. Die Stelle ist für Montabaur und Karlsruhe ausgeschrieben. Mir ist es total egal, wo der Mitarbeiter sitzt. Also ein Solution Designer sollte Spaß am Design haben, Spaß daran haben, Anforderungen entgegenzunehmen, zu verstehen, Fachanforderungen zu verstehen. Auch mal nachzudenken, ob das alles so sinnvoll ist und dann mit den IT-Entwicklern zusammen ein domänenübergreifendes Design zu erstellen. Das ist die eine Stelle. Genau. Was suchst du noch? Die 2. Stelle ist der Solution-Architekt. Der soll die Enterprise-Architektur unterstützen. Auch der sollte teamfähig sein. Er sollte Zielarchitekturen mitentwerfen. Er sollte ein Senior-Architekturboard vorbereiten. Er sollte Entscheidungsvorlagen erstellen, die dann dem Management vorgelegt werden. Er sollte diese Zielarchitekturen auch verargumentieren können. Also auch ein Mensch, der sehr teamorientiert unterwegs ist. Mhm. Neben der fachlichen Qualifikation, was muss ich noch mitbringen, um bei dir im Team ganz schnell anzukommen? Der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin sollte nett sein, sollte ins Team passen, sollte offen sein. Es ist wichtig, sich bei 1&1 sehr schnell ein Netzwerk aufzubauen, sollte also ein bisschen nicht geschwätzig, aber Lust am Kommunizieren haben, Lust am Miteinanderarbeiten haben, dann passt du rein. 1&1, Hannelore, für dich in einem Satz. Schnell. Zuverlässig, innovativ. Prima. Hannelore Werner, Head of Solution Design Access, ganz herzlichen Dank. Danke dir. Das klingt spannend, das klingt interessant für euch. Dann meldet euch direkt bei Hannelore. Wir blenden ihre E-Mail-Adresse jetzt ein. One-to-One, der Job-Podcast von 1&1.